98, 99, 100. So, morgen miteinander. Es ist jetzt 2:30 am Morgen. Ich bin mich am Vorbereiten für das Freestyle.ch. Letztes Jahr ist einer gekommen, hat mein Mikrofon abgeschaltet und ist so schnell weggerannt, dass ich ihn nicht mehr annehmen. Das passiert mir nicht mehr. Darum werde ich mit diesem Jahr warm laufen. Einen kleinen Halbmarathon. 1, 2, das ist schon so gewesen. So, und jetzt noch High Jogging. Nach dem Greifensee-Lauf, Halbmarathon. Wir sind jetzt wieder zu Fuß unterwegs, so wie letztes Jahr. Weil wir es wieder nicht geschnallt haben, weil es dran, dass wir ihn nehmen. Das ist einfach, das Zürich ist zu kompliziert für uns. Für uns vom Land. Freestyle 2012! Hey, du lachst wie eine Frau. Ja. Regen macht schön, sagt man eigentlich, oder? Wieso schützen die euch dermassen? Hey, das echt noch ein bisschen nötig, ne? Nein. Ach komm, komm. Genau der. Genau der Hut? Ja. Nein, der Hut hat niemand. Mul. Jetzt ganz unter uns, der hat niemand. Doch, sicher hat der. Nein. Mul. Nein. Nein, der hat mal selber gemacht. Meine Oma hat ihn geflochten. Ja. Und mein Opa hat ihn geknallt, da die Stoff draussen rum. Meinst du? Super Ding! Oh nein, scheiß verkehrt. So, super Ding! Was bist du? Ah, verdammt! Okay, hoi! Hoi! Hey! Nein! Jetzt hast du es weggemacht! Mach es weg! Oh, hast du gut gesehen? Ja! Aber ein bisschen Augenwasser gibt es schon. Ja, ein bisschen. Immer wieder. Hey. Hauptsache, man hat nicht so verschmiert den Mund. Grächen? Grächen? Skampu. Ja, wir haben auch so oben. Ja, und wir haben auch das Matterhorn. Nein, das ist nicht bei euch. Das ist oberhalb von Zermatt. Der weiß alles, der weiß alles. Wir sind von mir Kaufmann. Wer bist denn du? Ich bin der Kaufmann. Nein, sicher, heisst es auch so? Ja, darum habe ich es so ausgerufen. Nein, sicher. Dann sind wir sicher Cousin oder so. Nein. Mama! Ich komme von Luzern. Ja, das wäre aber ganz nicht. Was sind ihr was? Wir sind eine Familiensuchorganisation. Schon? Ja, vermisst heißen wir. Ja. Mhm. Wir suchen Familienangehörige, die vermisst sind. Okay, ja. Mhm. Vorzugsweise mit dem gleichen Namen. Die ganze Gesellschaft ist auf Ernsthaftigkeit aufbauen. Wir suchen jetzt mal anders auf und jetzt, was machen wir da? Noch mal ernsthaft. Ah, da hinten geht's. Da geht's durch. Oh Gott, es durch! Mega demotiviert, hä? Ich bin so demotiviert wie der Zeichner von der japanischen Flagge. Ja. Oh, aber das ist jetzt echt lustig!
lustig! Ja, wirklich! Finde ich jetzt genau lustig! Weißt du? Hey, super! Lass mich die im Internet mal die auf dem Open Air anschauen! Nein! Moll! Ist es da gewesen? Ja, gell, du hast schon normal Ostschweiz-Dialekt. Ja, ich glaube schon, du ja. Du hast schon immer so lustig interpretieren, die Leute. Sicher? Ja. Nein. Nein, das ist ein anderer. Nein, das ist ein anderer. Nein, da bist du. Sicher? Ja. Ja, okay, vielleicht bin ich. Aber Schweizer Flaggen ist nicht viel mehr motivierter, sorry. Ja, wir haben immerhin ein Plus, Österreich heute ein Minus. Wirklich sehr schön zu schauen, ja, das ist wirklich. Die ganze Ästhetik gefällt mir auch. Ja, also. Die Haltung. Sehr elegant, ich glaube. Ah, oh, jetzt ist Abendkalt. Aber er hat sicher früher noch Ballett getanzt. Ja. Wie redet ihr oben schon? I like your cock! Oh. Ist jetzt nicht passiert, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hui! Darf ich mal schauen, wie die untere Hut aussieht? Ja, aber es ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Oh. Leg ihm den Hut wieder auf! Nein, es ist schrecklich. Nein, super! Jetzt weiß ich auch, wieso dass wir den Hut haben. Also gehen wir jetzt wieder zu den WC. Du musst aufs WC, gell? Du musst endlich sagen, du hast viel Bier gehabt. Der Kameramann hat viel Bier getrunken. Na. Wir sind in der Unterrubrik von Kassensturz. Ah, sauber! Und wir wollen einfach Sachen aufdecken, die nicht gerecht sind. Weil es ist, da finde ich auch die verfickte Hure Chetto. Da ist doch das Hinterletzte. Nein, Chetto wäre noch easy, aber das Depot ist ein bisschen sei. Du bist ein Gudi. Ja. Lauft sie weg. Zickt sie wieder. Das Handy. Ich bin echt peinlich vorgekommen mit dem blöden Hut. Muss auch vor die Kamera kommen. Ich hoffe, du musst nicht deinen Namen sagen. Ah, der Hut sieht gerne gut aus. Nein, der sieht ziemlich scheiße. Ja, ja, danke. Jetzt machen wir das schon ewig lang und niemand sagt mir das. Ich bin schon froh, sagst du mir das endlich. Oh mein Gott. Ist alles okay. Der Satz fängt so an. Liebes Tagebuch, heute habe ich erlebt Folgendes. Was muss ich das sagen? Nein, du musst nur weiterreden. Ah, Freestyle. Wow. Ja. Richtig heftig, was du so erlebst. Ich mag nur gerne sehen, wie die zittere Piste ist. Tätowieren lassen? Ja. Freestyle? Oh, kannst du seine Frisur hier schneiden lassen? Genau, das wäre auch. Das macht alles. Ich habe einen recht heftigen Brusthaarwuchs. Meinst du, die schneiden es auch dort rein? Sogar bei den Beinen und Füdlibacken, wo du warst. Füdlibacken? Dort habe ich auch ziemlich einen guten Pilz. Du auch? Ja. Und wir? Eigentlich gehört es zum guten Ton. Ein Pelz dort? Ein Pelz am Hinterteil. Ist da mehr frasiert? Sie? Ja. Oh, die hat Ansprüche. Ansprüche jetzt. Nimm die Leute mal, wie sie sind. Nein, das ist dein Freund. Nimm ihn, wie er ist. Ja. Ein bisschen akzeptieren. Ja. Ich bin so. Ciao. Ich bin am Sterben. Oh mein Gott! Gell, nur so zum Sagen. Nein, also was deine Blase muss durchmachen, das gell? Ist echt hart. Das ist unglaublich! Mann! Wow. So, gut, und jetzt? Dankeschön! Ab aufs WC! Macht's gut, ciao! Tschüss! Es ist etwas Schlimmes passiert. Sie haben meinen Hut geklaut und am Boden geschmissen. Jetzt ist er dreckig. Ich glaub da außen oder so. Oi. Oi, du bist der? Franz. Franz, mein Name ist Köbi. Köbi, hoi Köbi. Und ich habe das Problem, bei meinem Rapid kann ich den Anlass nicht mehr ziehen. Ja, wahrscheinlich hast du das Seil verschränzt. Ich glaube es wegen dem. Erzähl mal, was du so grossartig in eure Beziehung einbringst. Vor allem viel Freude, viel Motivation.
und natürlich treu. 100% treu. Ja. Und das mit der Liebe ist nicht so wichtig bei dir? Auf jeden Fall, doch. Ah, das auch? Ja, nein, auf jeden Fall. Doch, so. Auch. Ich kenne noch jemanden, der mal von Bauwald aus drüber gelaufen ist. Okay. Sepp Gitz, oder? Ja, das ja. kann man. Dann ja, stimmt, wenn ich es selber nicht gehört habe. Das ist sicher so wild. So ein Latsch. Von wo kommst du? Ja, von Bauwald. Gehen wir Jungs aufreissen? Wir sind dran. Ja, hey, aber böse. Wow. Hey, voll geil. Was sagen denn nicht mehr krasses? Wir sagen jetzt, hast du Feuer? Nein. Wow, wow. Der ist... Nein, wir gehen an und lange gerade in Schritt. Der kommt auch gut an, gell? Ja, meistens funktioniert. Ja, es funktioniert eigentlich immer. Ich meine. Wow. Ja gut, mit ein bisschen Selbstsicherheit ja, genau, und ein bisschen Rehaugen machen und so, ja. Dann geht das schon. Ah, du machst Rehaugen, während du meinen Schritt langst? Ja, musst. Wieso? Ja, einfach, ich meine, es könnte auch ein Typ in den Schritt langen, aber die Rehaugen, die braucht es. Ah, Rehaugen, aha. Ja, aber ich habe eher das Gefühl, wenn du einen Typ in den Schritt langst, dann musst du so schauen, weißt du, ein bisschen. Wie? Mach nochmal. Ja, nein, ich bin mach nochmal. Schlecht gewesen, gell? Mega schlecht! Nein, das ist kein Glarner am Deutsch, oder? Nein, nicht vom Glarnisch, nein. Wo dann? Thüri! Ich wünsche noch viel Erfolg beim Männer-Betatschen. Fremde Männer ja, im Intimbereich können wir anlangen. Können wir brauchen? Das kommt super. Mach es noch gut, danke, gell? Du auch. Ciao! Ciao! There's no business like show business. Ich will gar nicht wissen, wie das abgeht im Filmen. Mein Gott! Dann muss man mal probieren. So, und jetzt noch schnell heimjoggen. Mit dem Beiso weh. Jetzt gründen wir eine neue Rubrik. Und ihr schreibt unten im Kommentar, welches scheiß Tram das wir müssen nehmen von Zürich bis zu der Landewiese. Weil wir schnallen es nicht.